Sie sind Alexander von Humboldt-Professor, sind in München am Helmholtz-Zentrum, haben dort gemeinsam mit der Technischen Universität ein Diabeteszentrum aufgebaut oder sind dabei, es aufzubauen. Warum ist Diabetes gerade so ein wichtiges Thema? Warum setzen Sie so stark auf dieses Thema? Demografischer Wandel heißt in unserer alternden Gesellschaft auch, dass wir uns einer bedrohlich wachsenden Diabetes-Problematik gegenübersehen. Da ist es vor allem ein Typ-2-Diabetes, den wir früher Altersdiabetes genannt haben, der eine wesentliche Rolle spielt. Heutzutage ist das meistens eine Konsequenz von Fettsucht und wir sehen erste Fälle von Altersdiabetes jetzt im Kindesalter. Wir brauchen also dringend neue Konzepte und eins dieser neuen Konzepte möchte ich heute vorstellen. Da geht es darum, dass wir glauben, dass Krankheitsmechanismen im Gehirn, ganz ähnlich wie bei Parkinson oder Alzheimer, auch bei Diabetes eine wesentliche Rolle spielen. Und deswegen zielen unsere neuesten Präventions- und Therapieansätze auch Richtung Gehirnsignale. Sie sagen, Diabetes findet irgendwie im Gehirn statt. Das ist jetzt ein bisschen überraschend. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir glauben, dass das tatsächlich so ist. Das Gehirn empfängt laufend Signale von allen Organen, die bei Stoffwechsel beteiligt sind, sei es vom Fettgewebe, sei es vom Pankreas oder vom Magen-Darm-System. Diese Signale werden dann in Steuerzentralen, überwiegend im Hypothalamus des Gehirns, verarbeitet. Und dann kommen Signale zurück, die an alle stoffwechselaktiven Zellen gehen, um dort ein Gleichgewicht herzustellen. Dieses Gleichgewicht wird dann aus dem Ruder gebracht, sozusagen, wenn Umwelteinflüsse wie zum Beispiel hochkalorische Ernährung, zu viel Zucker, zu viel Fett, aber auch mangelnde Bewegung zusammen mit bestimmten Genmustern uns in eine Richtung Entzündung treiben, wo wir dann auch Entzündungen sehen im Gehirnbereich, im Hypothalamus, wo diese Steuerzentrale sitzt. Und dann haben wir eine Art Teufelskreis, immer mehr Hunger, immer weniger Kalorienverbrennung, Blutzucker gerät aus den Fugen, letztlich versagt die Bauchspeicheldrüse, letztlich versagt die Steuerzentrale und dann haben wir Typ-2-Diabetes. Aber das klingt sehr bedrohlich, wenn Sie sagen, das ist ein Teufelskreis. Sie zeichnen das Bild quasi einer Diabetes-Epidemie. Kann man dem überhaupt entkommen? Bedrohlich ist es auch. Wir haben leider historisch in den letzten Jahrzehnten es nicht geschafft, das so in den Griff zu bekommen, wie wir das möchten. Die Krankheit ist nicht kuriert. Es gibt natürlich Medikamente, die Zucker in Schach halten. Allerdings glauben wir, dass eines der Probleme ist, dass nicht die richtigen Hirnsignale auch als Ziel genommen werden für neue Therapeutika oder manchmal vielleicht zu viele Gehirnbereiche adressiert werden, dann kommt es zu Nebenwirkungen. Eine Therapie, die besonders gut funktioniert, ist der sogenannte Magen-Bypass, ein chirurgischer Eingriff, bei dem es tatsächlich zu einer erstaunlichen Reduzierung der Fettmasse kommt. Was aber wichtiger ist, ist, bei Diabetespatienten kommt es relativ rasch schon zu einer Verbesserung des Blutzuckers, lange bevor die Gewicht abgenommen haben. Und die können dann einfach ihre Insulinspritze wegwerfen. Wir glauben, dass das an Magen-Darm-Hormonen liegt, die mit dem Gehirn kommunizieren, die hier verstärkt werden. Und was wir jetzt planen, ist, dass wir sozusagen das Gehirn austricksen und diese Magen-Bypass-Operation nachahmen mit Signalen und Medikamenten, die das dem Gehirn vorspiegeln, obwohl gar kein Eingriff passiert ist. Bei der Maus können wir das schon und wir hoffen, dass das auch in Zukunft beim Menschen soweit kommt. Aber es gibt ja das Argument, dass der Mensch sich über Jahrtausende eigentlich immer Kalorien ja anfuttern musste, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Heute haben wir eine überfütterte, wir haben eine faule, immobile Gesellschaft. Kriegen wir die denn umprogrammiert oder Sie? Das ist ein sehr gutes Argument und es ist sehr schwierig. Wir glauben trotzdem, dass wir eine Chance haben. Hormonforscher haben ja ähnlich Unmögliches schon geschafft. Die haben dem Gehirn mit einer Antibabypille vorgespiegelt, dass schon eine Schwangerschaft vorliegt. Deswegen glauben wir, wir können das schaffen. Wenn wir die richtigen Signale finden und zusammen in ein Medikament packen, dass wir dann dem Gehirn vorspiegeln, da ist dieser Eingriff geschehen und dass wir diese Signale so verstärken, dass sich die Stoffwechselsituation rapide und effektiv verbessert. Wäre das dann ein Medikament, dass man tatsächlich auch einfach jedem zumuten kann, das für alle geeignet ist? Wir glauben mehr und mehr, dass das ein Ding der Vergangenheit ist. Wir glauben, dass es in Zukunft auch für den Diabetes eine personalisierte Medizin und eine personalisierte Prävention geben muss. Es gibt sicherlich da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, verschiedene Altersgruppen, aber auch Genmutationen, die wir immer besser kennen. Deswegen setzen wir im Münchner Zentrum ganz stark auf die Identifikation von Biomarkern, die uns erlauben, diese Untergruppen zu identifizieren und dann maßgeschneiderte Prävention und Therapie zusammenzustellen. Wir hoffen natürlich, dass das funktioniert, dass das auch schnell funktioniert, aber wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das schaffen? Das ist ja eine enorme Herausforderung.
Wir sind letztlich optimistisch, obwohl es so schwierig gewesen ist bisher. Das ist natürlich eine Herausforderung, die über das, was ein Zentrum leisten kann, weit hinausgeht. Und deswegen glauben wir, das ist eine typische Helmholtz-Herausforderung, wo wir im Netzwerk national zusammen mit zum Beispiel der Helmholtz-Querschnittsaktion Personalisierte Medizin, aber auch der ISMED-Allianz von Helmholtz und natürlich dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung das gemeinsam mit Universitätsmedizin anpacken. Unser wichtigstes Potenzial sehen wir in München im wissenschaftlichen Nachwuchs. Und deswegen arbeiten wir auch mit Präsident Lünnig an einer Vision für ein neues Konzept eines Nachwuchscampus oder Helmholtz-Pionier-Campus, wo wir hoffen, internationale Jungstars anwerben zu können, die interdisziplinär als Chemiker, Biologen, Mathematiker, Ingenieure mit uns eine derartig große Herausforderung anpacken wollen. Wir glauben, dass sowas europaweit noch einzigartig wäre. Und glauben, dass das die kreative Power bringt, damit wir vielleicht eines Tages tatsächlich eine Zukunft ohne Diabetes haben werden. Herzlichen Dank, Matthias Tschöp. Bis hierhin erst einmal. Sie haben jetzt was angesprochen, was ich gerne nochmal an Frau Amunds zurückspielen möchte, nämlich die Frage dieser Zusammenarbeit, internationalen Zusammenarbeit, auch Nachwuchsgewinnung. Wie leicht oder wie schwer gestaltet sich das für Sie, die richtigen Leute zu bekommen? Also es ist gar nicht so kompliziert, wie man eigentlich vermuten würde, wenn man denkt, dass Jülich schon ein wenig hinter den Zuckerrüben liegt und ein bisschen außerhalb. Aber trotzdem, da ein gewisser Standortnachteil ist, haben wir natürlich auch einen Standortvorteil, weil wir sehr dicht vernetzen können uns mit den umliegenden Universitäten, also mit Düsseldorf, Köln, Aachen, Bonn insbesondere, aber eben auch Bochum oder Wuppertal. Und sagen wir mal, diese Lage bringt natürlich guten Zulauf auch an jungen Leuten gerade. Und dann ist es natürlich so, wenn man interessante Forschung macht, wenn man in großen Projekten drin ist, wie in ISMED jetzt wir beide zusammen oder im HBP, dann hat es natürlich auch Strahlkraft und dann kommen die Leute selbst ins Zuckerrübenland. Wie groß ist denn diese Strahlkraft, die Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel, wenn man so eine Idee wie den Campus präsentiert? Das ist das erste Mal, dass wir die präsentiert haben, so, aber ja, was wir tatsächlich spüren, dass wir vermehrt international angesprochen werden auf Helmholtz-Querschnitte, auf Helmholtz-Allianzen international und wir spüren, dass es eine Art umgekehrten Brain Drain gibt, dass gerade unter der Situation der angespannten Funding-Situation in den USA wir hochqualifizierte Bewerbungen aus Übersee bekommen und darüber sind wir natürlich sehr glücklich. Dann danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für diese Runde, für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Ich glaube, Sie haben nochmal einen Applaus verdient. Matthias Tschöp und Katrin Amunds.